Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, als letzte Rednerin dieser denkwürdigen Debatte mache ich gerne einen Punkt. Ja, fürs Erste, für einen Tag, der doch viele Meilensteine mit sich brachte und vor allen Dingen auch viele gute Verbesserungen, Veränderungen auch für die Menschen vor Ort. So haben wir heute Morgen die Änderung des Grundgesetzes beschlossen und damit wird endlich das möglich, was man auch als aktiver Wahlkreisabgeordneter doch immer wieder schwerlich vermisst hat, nämlich die Sicherstellung, dass Bundesgeld dafür verwendet wird, wofür es letztendlich auch gedacht ist. Zu oft kommt Bundesgeld durch aufgeblähte Richtlinien mit praxisfernen Fördertatbeständen schlichtweg nicht mehr vor Ort an. Und das wird sich jetzt ändern. Wer bezahlt, muss auch entscheiden können, was am Ende gekauft wird. Und, meine Damen und Herren, das soeben beschlossene Betriebsrentengesetz ist zweifelsohne der zweite Meilenstein dieses Tages. Mit deutlich verbesserten Fördermöglichkeiten bei der BAV sowie dem Abbau von Bürokratie schaffen wir Alternativen gegenüber der andauernden Auswirkungen der Niedrigzinsphase. Und der dritte Meilenstein dieses Tages ist der Abschluss der Rentenüberleitung. Damit schließen wir nach 27 Jahren eines der letzten Kapitel deutsch-deutscher Einigungsgeschichte ab. Und wir halten ein Versprechen, das die Menschen seit der Wiedervereinigung umtreibt und das ihnen schon lange gegeben wurde. Die Einheit eben nicht nur durch den Wegfall ehemaliger Grenzen, sondern eben auch durch die gleichen sozialrechtlichen Standards zu vollziehen. Es verwundert deshalb nicht, dass die Übereinkunft auch auf den hier vorliegenden Fahrplan relativ zügig erfolgte. Auch unter uns Abgeordneten war und ist natürlich der Wunsch, hier zu einem Abschluss zu kommen, sehr, sehr groß und weit verbreitet. Und auch die Sachverständigenanhörung im Ausschuss zeigte, dass die Deutsche Rentenversicherung, die Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und auch die Rentenexperten aus der Wissenschaft einen Abschluss der Rentenüberleitung jetzt auch für notwendig gehalten haben. Es gibt in dieser Frage, meine Damen und Herren, aber auch noch einen weiteren Aspekt zu berücksichtigen. Gegenstand der Rentenüberleitung der letzten 26 Jahre war immer Gerechtigkeit bestmöglich abzubilden und damit das Zusammenwachsen beider Landesteile auch schnellstmöglich voranzutreiben. Das konnte durch die Besserstellung der ostdeutschen Arbeitnehmer bei der Rentenberechnung geschehen. Und so werden die ostdeutschen Löhne auch heute noch immer um 14% hochgewertet. Nur im Unterschied und einem differenzierten Rentenrecht bestand die Chance einer gerechten Sozialpolitik und einer gemeinsamen Zukunft. Deshalb dürfen wir stolz darauf sein, dass es die Väter und Mütter der Wiedervereinigung waren, die 1991 die Grundlage für die heute nahezu vollständig erreichte Rentenwertangleichung geschaffen haben. Dies gelang durch ein hohes Maß an Solidarität und natürlich auch durch viel Eigenleistung. Denn eine gute wirtschaftliche Entwicklung, die mit dem Aufbau Ost begann, und die sich heute durch viele Unternehmensgründungen in den neuen Bundesländern sowie einer Vielzahl kleiner und mittelständischer Betriebe fortsetzt, trägt maßgeblich auch zur Höhe der Renten in unserem Land bei. Die letzten Jahre waren dafür das beste Beispiel. Liebe Kollegin, ich bitte um Aufmerksamkeit. Die letzten Jahre, liebe Kolleginnen und Kollegen, waren dafür das beste Beispiel. Seit 2012 stiegen die Renten um annähernd 20%. Der Rentenwert Ost steigt noch in diesem Jahr auf 95,7% und damit um 1,6 Prozentpunkte innerhalb eines Jahres. Damit haben wir die erste Stufe des noch zu beschließenden Gesetzes schon quasi erreicht. Und, meine Damen und Herren, genau so soll es eben auch sein. Dieses Gesetz ist eine Vorsorgemaßnahme und soll auch so verstanden werden. Führt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu einer schnelleren Angleichung, dann ist das gut und richtig. Die im Gesetz festgeschriebene Vergleichsprüfung stellt deshalb sicher, dass immer die für die Menschen bessere Regel am Ende auch Anwendung findet. Und, meine Damen und Herren, nicht nur heute am Weltkindertag müssen wir die Folgen unseres Handelns im Sinne künftiger Generationen bedenken, gerade auch in Fragen der Rentenpolitik. Natürlich haben wir bei der Rentenwertangleichung über viele verschiedene Modelle beraten, stets mit dem Anspruch, die Interessen der heutigen und kommenden Rentnergeneration zu berücksichtigen. Die heute vorliegende Variante ist allerdings das beste Ergebnis davon. Sie ist für uns als Union die gerechteste und bestmögliche Lösung. Diese Weitsicht vermisse ich bei den Gegenvorschlägen, insbesondere der Linken. Sie betreiben nichts anderes als Rosinenpickerei. Ein einheitliches Rentenrecht muss natürlich zur Folge haben,
dass einzige Sonderregelungen wie beispielsweise der Hochwertungsfaktor abgeschafft wird und abgebaut wird, Stück für Stück. Sonst wäre es eben keine Renteneinheit. Schon deshalb stößt der Antrag der Linken, den Hochwertungsfaktor eben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag fortzuführen, auch an verfassungsrechtliche Grenzen. Und es würde den Beitrags- und Steuerzahler künftig noch mehr kosten als prognostiziert. Und nachdem wir heute einen wichtigen und abschließenden Schritt bei der Schaffung einheitlicher Regeln im Rentenrecht gegangen sind, stellt sich nun die Frage, ist jetzt alles gleich? Ich würde sagen, nein, das ist es nicht. Ich bin mir sehr wohl der Unterschiede der neuen Bundesländer gegenüber den Regionen in den alten Bundesländern bewusst. Bei uns in Brandenburg, das kann ich Ihnen auch ehrlich sagen, liegt das natürlich zu einem Großteil auch an der rot-roten Landesregierung. Es liegt vor allen Dingen aber auch daran, dass wir im gesamtdeutschen Wettbewerb noch immer nicht dort stehen, wo wir eigentlich stehen sollten. Deshalb kommt es künftig darauf an, weiterhin für Wachstum und Innovation im ganzen Land zu arbeiten. Und vielleicht bedarf es dann künftig einmal nicht mehr dem Bericht zum Stand der deutschen Einheit, weil es dann eben auch nicht mehr solche Unterschiede gibt, wie wir sie heute immer noch hin und wieder zu verzeichnen haben. Wir als Union, meine Damen und Herren, haben dafür die richtigen Konzepte und die nötige Weitsicht. Haben Sie vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.